Von Nison bis Heise, die Top-Empfehlung für deinen Rumgenuss aus Martinique, Länderreise Teil 2. Heute nehme ich dich wieder mit auf die sensorische Reise. Die sonnenverwöhnte Insel Martinique glänzt nur so für Rhum Agricole. Hast du Lust auf Durchblick in diesem geschmacklichen Dschungel? Herzlich willkommen hier zum Rumschnacker TV. Ich bin der Rumschnacker Vergretlich und heute geht es um den zweiten Teil der Länderreise Martinique. In der Länderreise habe ich letztes Jahr mit gestartet, habe ich Stück für Stück verschiedene Länder beobachtet, bin darauf eingegangen, was für ein Rum wird hier produziert, wer produziert ihn, für wen ist der, damit du als Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte genau erkennen kannst, ist da was für dich bei oder solltest du lieber die Finger davon lassen. Wir haben in Panama angefangen letztes Jahr und sind durchgegangen über die USA, gehüpft nach Südamerika und jetzt haben wir den Inselbogen, die verschiedenen karibischen Inseln zu packen und schlendern uns hoch von Südamerika nach Florida in den USA. Da zieht es uns hin. Letzte Woche haben wir den Teil 1 der Länderreise Martinique begonnen. Martinique ist so viel Rum, dass der Platz nicht ausgereicht hatte, die Zeit nicht ausgereicht hatte, um das alles in einem Format unterzubringen. Und deshalb kümmern wir uns heute um den zweiten Teil. Du solltest dir den ersten Teil nochmal anschauen, damit du drinne bist, falls du es nicht gemacht hast, damit du die Vorinformationen auch alle mitbekommst. Was ist Rhum Agricole überhaupt und so weiter und so fort. Im letzten Teil habe ich die Destillen vorgestellt, die auf Martinique vorherrschen. Auf Martinique gibt es mehr oder von Martinique gibt es mehr Rum-Brands, mehr Rum-Marken, verschiedene Hersteller, als es Destillen gibt. Und das bedeutet ganz klar, irgendjemand muss für andere mitdestillieren, mitproduzieren. Und das ist auch in Ordnung so. Aber das bedeutet auf jeden Fall, dass wir hier Destillen haben, die mehr als eine Marke, eine Sorte herstellen. Heute kümmere ich mich mehr oder weniger um die geschmackliche Ausrichtung der verschiedenen Destillen. Ich sage von vornherein zwei Dinge. Erstens, es kann natürlich nur mein subjektives Geschmacksempfinden sein, aber wie du weißt, verstehe ich es häufig relativ gut, das rüberzubringen und zu transportieren und zumindest um dir zu sagen, aha, wenn du mit Rhum Agricole startest, dann nimm mal lieber den oder wenn du schon viel dabei bist, dann probier mal das aus, weil das nochmal einen Kick gibt. Ich möchte auch sagen, AOC-Applikation, Produktionsvorschriften für Martinique. Ich bin echt schlecht in der französischen Sprache. Ich kann es nicht aussprechen und verstehe es auch in den seltensten Fällen. Also, wir haben hier das AOC. Das ist quasi die Herstellungsrichtlinie, ein einzigartiges Merkmal für die Herstellung von Rum auf Martinique. Da musst du und wirst du kontrolliert und wenn du das nicht einhältst, dann wirst du mit Knast bestraft. Das ist überhaupt nicht lustig. Da verstehen die Franzosen überhaupt keinen Spaß. Das ist wirklich heftig. Du musst also alles genau vorschriftsmäßig machen. Dadurch ist die Varianz ein bisschen kleiner als in anderen Rum-Herstellerbetrieben und sorgt aber gleichzeitig für natürlich für eine unglaublich hohe Qualität. So wie die Franzosen es sich vorstellen auf jeden Fall. Es wird in Kolonne destilliert. Tatsächlich gibt es gar keine andere Möglichkeit. In Pott kann kein echter Rhum Agricole destilliert werden. Ist nicht erlaubt. Es gibt andere, die das machen. Zum Beispiel auf Mauritius gibt es Pott-Destillierter. Ich sag dir aber, dass auf Madeira gibt es auch einen Destillierer, der macht es in beiden. Du kannst da also einen Rhum Agricole sozusagen genießen. Die dürfen sich auch Rhum Agricole nennen. Aber die produzieren zusätzlich auch einen in Pott-Still. Und der Unterschied ist krass. Du hast im Pott-Still immer dreckigere Noten, gar keine Frage. Aber das klare geschmackliche Verhältnis, das du aus einem kolonnendestillierten Agricole verstehst oder kennengelernt hast, ist in dem Pott-Still, geht in dem Pott-Still unter. Vor allem diese frische, grüne, grasige Note, die so typisch ist. Dieses birnige, dieses obstlerartige, das geht verloren. Noch was. Ich habe noch keinen schlechten Rum von Martinique getrunken. Egal, wen ich probiert habe, schlecht ist da gar nichts dran. Das ist einfach geiles Zeug. Das heißt, wenn ich heute dir den Geschmack ein bisschen näher bringe von den einzelnen Marken, Destillen, dann sage ich dir,
Ganz ehrlich, Schlechtes kannst du nicht kaufen, nur Unbekanntes, wo du sagst, ich bin vollkommen überfordert. Und ich möchte auch keine Punktesysteme einführen und sagen, das ist 10 Punkte, das ist 8 Punkte und so weiter. Das will ich nicht machen. Was ich aber machen möchte, ist, dir zu zeigen, die Ausdrucksstärke von Rhum Agricole auf Martinique ist durchaus sehr unterschiedlich. Die Intensität, die geschmackliche Walze, die auf einen zukommt, und das ist das Einzige, wo ich dir einen Leitfaden mit an die Hand geben möchte. Das muss ausreichen. Ob besser oder schlechter, steht nicht zur Debatte. Alle sind richtig gut, sie haben nur ihre Finesse und führen dann letztlich zu deinem persönlichen Liebhaber oder so weiter. Ich habe noch nie einen schlechten getrunken von da. Und durch diese Ausdrucksstärke möchte ich dir nahelegen, wie viel da drin ist. Und ich teile das auch nur in 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 muss vollkommen ausreichen, um dir klar zu werden zu lassen, wie intensiv das Aroma aus diesem Rum ist. Und das muss langen. 1, 2, 3, 4. Warum nicht 5? Ganz einfach. Bei 5 Punkten kann man sich immer in die Mitte verpissen. Und das gibt es nicht bei 4. Entweder 1, entweder 2, entweder 3 oder 4. Wobei 1 die geringste Ausdrucksstärke ist und 4 das Heftigste. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es nicht um einen Vergleich mit Jamaika Rum oder High Ister Rum geht, sondern Martinique unter sich. Diese Agricoles in dieser Ausdrucksstärke 1, 2, 3, 4, damit du einen Plan hast. Wenn du neu dabei bist, ja, wenn du noch nicht so viel Rum Agricole getrunken hast oder du das mal ausprobieren möchtest, dann empfehle ich dir einfach die Ausdrucksstärke 1 am Anfang, weil du nicht überfordert wirst, weil nicht zu viel Aroma auf dich einballert. Nenn es gut, nenn es schlecht. Ich sage, es ist ein Vorteil, wie immer, wenn du was Neues machst, am Anfang eine Überforderung. Wenn du mit 4 einsteigst, dann kannst du sagen, oh, das kann ich nicht trinken, weil so viel Unbekanntes auf dich eindrischt, weil so viel Fremdarom, weil die aromatische Intensität einfach viel zu groß ist, wie ein Tilsiter als Käseanfänger, der so richtig schön stinkt. Das geht nicht, Leute. Also, ich sage, fang mit 1 an. Wenn du dann merkst, jo, ist ganz easy, dann kannst du ja 2, 3, 4 weiterhüpfen. Ich empfehle dir aber, das nicht zu tun. Fang klein an, selbst wenn du dann feststellst, jo, das geht gut. Mach einfach dann soweit 1, 2, 3, 4. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt fangen wir mal an und gehen mal auf die verschiedenen Marken ein. Ich starte mal mit der Maison Clément. Hier haben wir Ausdrucksstärke 1 von 4. Alle sehr mäßig, alle sehr ausgeglichen, alles sehr weich, was Clément produziert. Beziehungsweise natürlich produzieren lässt. Die Romerie Simon aus dem letzten Teil ist für mehr als eine Marke verantwortlich, unter anderem auch Clément. Clément ist von 1887. Hat ungefähr 100 Hektar eigene Zuckerrohrplantagen rum. Also das Material liefern sie selbst, um es dann eben von Simon verarbeiten zu lassen. Clément ist auch dafür bekannt, mit unterschiedlichen, mit Blue and Red Cane zu arbeiten, also verschiedenen Zuckerrohrsorten. Nachdem es gebrannt wurde, wird es wieder zurücktransportiert. Lagerung, Abfüllung macht Clément selbst. Clément verfügt über alte Rumsorten, viele alte Rumsorten, hatten mitunter den teuersten auf dem Markt. Und ich würde den ganzen Rumgeschmack als elegant, mild, ausgeglichen bezeichnen und mit der Ausdrucksstärke 1 ideal geeignet, ob gereift, nicht gereift, ideal geeignet für den, der sich dem Thema Rum Agricole nähert und noch nicht so viel Erfahrung mit intensiven Aromen gemacht hat. Da ist hier Clément die richtige Auswahl. Als nächstes kommen wir zu La Favorite. Distille, die Eigentümer von La Favorite, haben letztlich das AOC überhaupt erst in Gang gesetzt, wollten diese Güteklasse, dieses Qualitätssiegel haben und haben sich als erstes darum bemüht und auch lange, viele Jahre, damit es auch stattfinden kann. La Favorite ist auch wenig ausdrucksstark, sehr sanft und weich im Geschmack, im Aroma für dich. Und ich würde sagen, tendenziell ist hier ein bisschen mehr das Grün vorhanden als im Clément. Das sind ein bisschen grünere Noten. Das ist ebenfalls wunderbar geeignet. Kein schlechter Rum, bitte nicht falsch verstehen. Ne? Die Ausdrucksstärke 1 bedeutet nicht, dass es sich hier um schlechten Rum handelt. Also ich möchte es nochmal sagen. Die machen gute Sachen,
kannst du dir gut zu Gemüte führen, wenn du mal was Besonderes willst, kleiner und weniger bekannt als Clément, zumindest hier, hast du was Exklusives bei dir im Regal stehen, was man immer wieder gerne schnuckern kann. Dillon, ebenfalls Ausdrucksstärke 1. Durch das Zukaufen von Zuckerrohr von anderen Plantagenbesitzern hast du automatisch durch den Mix eine verblendete Qualität und das sorgt automatisch immer für weniger Ausdrucksstärke. Das heißt, auch Dillon produziert relativ weichen, feinen Rum, würde ich sagen, genauso grün, ich würde sagen, hat ein leichtes mineralisches Plus bei Dillon. Das heißt, Clément, der Favorit, und Dillon sind ideal geeignet, um einzusteigen in Rhum Agricole. Alle sind elegant, weich, überhaupt nicht ausdrucksstark. Die werden dich nicht überfahren, überrennen, sondern bieten dir Rhum Agricole Genuss am Boden, sozusagen, für den Einstieg. Trois Rivières, also drei Flüsse, das habe ich nachgeschlagen, ist auch eine Destille, aber sie destillieren nicht selbst, es ist nur eine Marke. Sie lassen destillieren von La Mauny und sind mit der Ausdrucksstärke 2 der erste Kandidat, der ein bisschen mehr Ausdruck hat als die drei zuvor genannten. Die Destille stammt von 1749, da wurde sie gegründet, bis irgendwann mal die Produktion abgegeben wurde. Das Anwesen verfügt allerdings selbst über 120 Hektar eigene Zuckerrohrplantagen. Bedauerlicherweise wurde im Jahr 2000 ein Großbrand übers Lager vernichtete alle alten guten Vorräte von Rhum Agricole. Das ist wirklich traurig. Naja, und letztlich führte das auch zu der Umveränderung der Produktionsschritte. Also Ausdrucksstärke 2 für Trois Rivières. Rhum de Passe, ebenfalls mit Ausdrucksstärke 2. De Passe würde ich als bodenständig, nicht ausufernd, nicht experimentell bezeichnen. Gradlinig, Struktur und immerhin Ausdrucksstärke 2. Und jetzt habe ich HSE, Habitation Saint-Étienne, als nächsten. Ebenfalls mit einer Ausdrucksstärke von 2. Eine aromatische Intensität von 2. Habitation Saint-Étienne war früher Distille, heute produziert Simon auch für die. Die Zuckerrohrplantagenfläche beträgt mal gerade 75 Hektar, was nicht besonders viel ist. Habitation Saint-Étienne oder HSE kurz ist experimentierfreudig, haben viele verschiedene spannende Finishes eingebaut und produzieren auch unglaublich milden Rum, feinen. Ich glaube, die gehen über mehrere Monate immer nur 1% mit Wasser vermengten Alkohol, reduzieren sie quasi die Alkoholstärke. Ich glaube, das machen die so. Das ist schon echter Wahnsinn. Also besonders milder, aber Ausdrucksstärke 2. Absolut experimentierfreudig. Hier findest du durchaus auch mal rauchiges Whisky-Fass-Finish aus Schottland und so weiter und so fort. Also die sind sehr breit mit ihren speziellen Abfüllungen aufgestellt, was eine hohe Diversität aus dem Agricole quasi an deinen Mund befördern kann. Und das macht sie wirklich spannend. Immer ein Blick wert. A1710, hauseigene Produkt von Simon. Da kann ich sagen, ganz klar, quadratisch praktisch gut. Ich sage nichts Besonderes, nichts Schlechtes. Einfach Standard, immerhin Ausdrucksstärke 2. Das heißt immerhin, ist einfach eine Feststellung. Ich würde sagen, gar nicht experimentierfreudig, plain rum und da braucht man auch gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Als nächstes haben wir dann Rhum JM mit der Ausdrucksstärke 3. Rhum JM gehört zu meinen persönlichen Favoriten auf der Insel. Rhum JM, kleinste Destille und was sie ganz besonders macht, ist, dass sie immer eine leichte Rauchnote in ihrem Rum haben, wie ich es mal sage. Eine leichte Rauchnote bringt das Ganze irgendwie in ein anderes Geschmackskorsett und bringt nochmal so den letzten Pfiff. Wenn du das nicht magst oder dir etwas noch mehr nach Rum, also noch etwas dazu, viel zu viel ist, dann lass mal die Finger davon und warte erstmal. Rhum JM, ich finde sie großartig, immer wieder gern genossen. Die rauchigste Note aus meinem Begriff unter
den Martinique-Rums ganz klar und deutlich, aber natürlich nicht zu vergleichen mit der Rauchstärke eines schottischen Whiskys. Also da reden wir von von 8 ppm oder so, wenn du das vergleichst. Also eine ganz, ganz, ganz feine Note. Aber sie ist bemerkbar und ein bisschen anders als Torfrauch, aber sie ist bemerkbar und macht das Ganze spannend. Rum JM, immer ein Genuss wert. Lamoni, Ausdrucksstärke 3. Und was macht Lamoni besonders? Hier kann ich sagen, die bewahren von allen relativ gut die Fruchtnoten. Das ist so deren Kompetenz. Sie haben auch günstigen Kram, gemischten Kram zum Verkaufen, aber auch deren gute Sachen bewahren eben diese Fruchtnote, die aus dem Zuckerrohrsaft reingebölzt werden. Die werden besonders gut transportiert. Das machen die besonders gut. Vielleicht liegt es am Kupfer, an der Kupferdestille, vielleicht an den beiden Edelstahl. Ich weiß nicht so genau. Ich denke, die gute Mischung macht's und da kommt wirklich gut herum raus. Kann ich nur empfehlen. Ausdrucksstärke 3. Besonders die fruchtigen Elemente werden weitergetragen. Deshalb gute Empfehlung. Jay Belly. Ja, 1920 gegründet, ehemals als Destille. Heute bei Simon produziert, also keine eigenständige Destille. Was macht Jay Belly aus? Erstmal ihre charakteristische Dreiecksflasche, Pyramidenflasche. Und geschmacklich schwimmen sie mit, haben manchmal exzellente Jahrgangsabfüllungen. Das finde ich großartig. Ansonsten Ausdrucksstärke 3, ja, auf jeden Fall. Aber auch hier relativ durchschnittlich mit ein paar außergewöhnlichen Jahrgangsabfüllungen, wo sie vielleicht die richtige Zuckerrohrstärke bzw. den Zuckergehalt einfach mit eingeplant haben und entsprechend ganz tolle einzelne Ausnahmen abgefüllt haben. Unter der Ausdrucksstärke 3 wahrscheinlich der mildeste. Bay de Tresors, auch Ausdrucksstärke 3, gehe ich heute gar nicht drauf ein, gibt es ein ganz eigenständiges Video zu, da widme ich mich den drei Abfüllungen und sie gehören auf jeden Fall zu meinen absoluten Favoriten aus 2023. Aber das überlasse ich ganz dir. Bitteschön. Ach so, wo wird Bay de Tresors gemacht? Bei St. James. Die haben's drauf. Und dann haben wir noch St. James. St. James. Eigene Destille. Bay de Tresors produzieren sie. Ist der größte wahrscheinlich. Und obwohl sie so groß sind, machen sie so guten Rum. Sie experimentieren. Sie sind einer der wenigen, der sich auch besondere Fassabfüllungen traut. Die meisten Rum-Agricole-Hersteller verstehen das gar nicht, dass jemand mehr und hören so bei 45 auf. Die Weißen natürlich höher, aber so die Fassgereiften hören so bei 45 auf. Wenige Rumsabfüllungen oder Rumabfüllungen, die du kaufen kannst mit mehr als 45 Power. St. James experimentiert damit rum. Brutefou, supergeile Abfüllung mit richtig Esterkracher. Bam, bam, bam. Das sollten sie mal mehr machen. Da haben sie richtig Kompetenz drin. Ich finde, die Flasche ist sowieso sexy. Die eckige Flasche. Ich weiß nicht, warum das so ist. Gefällt mir einfach richtig gut. Und die Inhalte von St. James gefallen mir auch richtig gut. Ist persönlich einer meiner absoluten Favoriten, weil sie so viel sind. Der Ordage, der alte von früher, der war schon richtig kernig, knackig. Bam! Hat so viel Geschmacks, Ausdrucksstärke. 4 ist St. James ganz klar und deutlich. Das heißt nicht, dass nicht so ein weißer Rum auch weich sein kann. Aber ich sage, da ist Pfeffer mit drin in den Rumsorten. Und das mag ich total gerne. Die sind nicht nur fruchtig, sie haben alles, was du brauchst. Vanille aus der Fassreifung. Aber sie bringen diese mineralische, pfeffrige Note mit rein. Und das finde ich großartig. Also ich mag die total, mochte ich schon immer. St. James, einer meiner persönlichen Favoriten. Und Ausdrucksstärke 4, da musst du schon ein bisschen was mitbringen, um das erleben zu wollen. Oder ein bisschen Erfahrung mitbringen, genau. Um das dann zu erleben. Aber dann wirst du wahrscheinlich genauso verzückt sein, wie ich das bin. Und als letzten haben wir dann noch Nison. Nison ist auch Ausdrucksstärke 4. Ganz großartiges Kino machen die. Tolle Abfüllungen, Einzelabfüllungen. Großartiger, auch großartiger Weißer Rum. Auch sehr mineralisch. Unglaublich ausdrucksstark, eben auch 4. Ja, Nison ist einfach eine Frucht. Die haben einfach auch super Voraussetzungen. Hohes Zuckergehalt, noch höher als üblich in ihren Zuckerrohrfeldern und mineralisch und Kupferkolonne und so weiter und so fort. Das bringt natürlich Power in den Geschmack. Familiengeführt, niemand gibt denen vor, was zu machen ist.
Ja, der einzige Wermutstropfen ist, dass ich finde, dass die Abfüllungen zu teuer sind. Ich finde St. James da deutlich praktischer, aber es liegt natürlich auch irgendwie an der Produktionskapazität, an der Menge. St. James ist deutlich günstiger und richtig gut und entsprechend nicer und auch super ausdrucksstark. Ganz große Klasse, großes Kino, gefällt mir richtig gut. Aber der Preis ist natürlich gut. Wenn man das haben möchte, muss man es bezahlen und irgendwie familiengeführtes Unternehmen mag man ja auch unterstützen. So. Das war's. Ich würde sagen, habe ich bestimmt jemanden vergessen aus Martinique. Ja, Chantal kommt hier und so, fällt mir jetzt gerade so ein. Habe ich aber nichts zu sagen zu. Ist alles gut, es gibt gar nichts Schlechtes aus Martinique. Aber du hast jetzt einen ganz guten Überblick bekommen dafür, wie du das einsortieren kannst. Ich will es nochmal zusammenfassen. Rum Clément, La Favorite und Delon. Ausdrucksstärke 1-1 solltest du dir als erstes zulegen. Trarivers, Rum de Pass, HSE, A1710, Ausdrucksstärke 2, das wäre der nächste Step. Rum JM, La Mauni, Bay de Tresors und J Bally, Ausdrucksstärke 3, der nächste Schritt nach der 2. Und am Ende findest du die Abfüllung von St. James und Nison, die mit Ausdrucksstärke 4, Aromenintensität 4, in den Ring steigen und einfach intensiver sind. Das habe ich hier als Fazit. Es gibt keinen schlechten davon. Die sind alle wirklich, wirklich top. Die leisten da wirklich richtig gute Arbeit. Persönliche Präferenzen musst du für dich ganz alleine herausfinden. Wenn du Anmerkungen dazu hast, schreib sie mir in die Kommentare. Wenn dir es gefallen hast, lass ein Like da. Ich hoffe trotzdem, dass ich dir für Rum Agricole von Martinique eine kleine Übersicht geschaffen habe. Dass du dich ein bisschen da zurechtfindest. Und selbst wenn du bisher noch keinen Rum Agricole getrunken hast und ein bisschen weiter voran bist. Na klar, wenn du noch bei deinem Papa bist, dann wird das nichts. Das ist eine ganz klar, bist du völlig überfordert. Ist nicht böse gemeint, ist einfach eine Einschätzung. Aber Rum Agricole, start es. Es lohnt sich, selbst für Süßrumtrinker, finden irgendwann, ach Mann, ist das, hätte ich das mal gewusst. Fang vorsichtig an, fang mit der Ausdrucksstärke 1 an und du hast es viel leichter. In diesem Sinne, schönen Sonntag, schönen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal.